Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herr der Ringe Online. Ja, wir stehen jetzt hier im wunderschönen Mauer Tullhau. Damals von den Hobbingen, von den Hobbits erbaut. Von den Hobbingen erbaut, auch schön. Man merkt, es ist doch schon etwas später. Was ist denn 11 Uhr 14 PM? Ich weiß immer noch nicht, ob man die Zeitanzeige auf 24 Stunden umstellen kann oder ob man wirklich nur PM und AM hat. Naja, aber so schlimm ist es auch nicht. Ja, ich habe ein paar Quests und ich habe Geschenke. Genau. So, dann möchte ich erstmal die Geschenke öffnen von den Hobbits. Auch wenn ich nicht weiß, warum die Hobbits mir hier was schenken sollten. Wahrscheinlich sind das die Hobbits aus dem Auenland, die mir was schenken. Und der gute Karadoc Henbuch hat auch noch eine Quest für mich. Ich sah einst eine schwarze Ziege mit glühenden Augen. Ich schwöre es. Ihr seid der Geist, du Wodiat, den Ruß so gern mag? Nun, in meinen Augen seid ihr nicht sonderlich beeindruckend. Dennoch werde ich euch eine Chance geben, mir das Gegenteil zu beweisen. Der Winter schleicht heran und es sieht ganz so aus, als würde er dieses Jahr besonders schlimm werden. Wir haben nicht mehr viel Fleisch und unsere Jäger fürchten sich zu sehr, um mehr zu besorgen. Geht und jagt die weißen Hirschbullen des Düstertals und bringt mir das Fleisch. Danach haben wir mehr zu besprechen. Ich frage mich ja, wie haben die all die Jahre überlebt, wenn die Jäger zu ängstlich sind, um jagen zu gehen? Hä? Könnt ihr mir das erklären? Wie soll das gehen? Ich meine, die müssten doch schon längst alle gestorben sein an Hunger. Ja, ich meine, wenn keiner jagen geht und nichts zu essen da ist, dann sterben die halt. Verstehe ich nicht. Oder ist es erst seit neuestem so, dass die plötzlich zu ängstlich sind, um jagen zu gehen? Ich weiß es ja nicht. Also manchmal sind diese... Also diese Aufgaben sind manchmal ein bisschen, ja, ich will ja nicht sagen unlogisch, aber irgendwie doch. Ne? Huch, Alter, jetzt greifen mich diese Halblinge hier an. Willst du mich verarschen? Ist ja wohl lächerlich, hier Angriff der Killerzwerg oder was? So ein Zwergenaufstand hier. Wie lächerlich. Guck mal, der eine ist schon tot. Echt mal. Ich glaube, die wollen mich veräppeln. Tja, haben sie keine Chance gehabt. So kann es gehen. Ja, übrigens wollte ich nur mal anmerken. Also die Videos hier, die sind auf YouTube. Ich habe es selber bemerkt. Nicht in 4K verfügbar. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin mir sicher, dass ich alles richtig gemacht habe, denn ich habe eigentlich nichts geändert an den Settings, also vom Encodieren, die Settings sind die gleichen und die Aufnahmetechnik ist eigentlich auch, also ist eigentlich alles das gleiche wie bei einem Testvideo, was allerdings nur 5 Sekunden lang geht, was ich hochgeladen habe und das hat 4K oder 2160p als Auflösung auch bekommen auf YouTube, also das kannst du dir auch gerne angucken, das ist so ein WoW-Testvideo, wo ich einfach in Sturmwind ganz kurz bin und da einfach nur ja, stehen bleibe, 5 Sekunden lang oder 4 Sekunden, ich weiß es gar nicht. Im Kampf nicht möglich, mit wem bin ich denn im Kampf? Ich weiß es nicht, wo laufe ich überhaupt hin? Ich weiß auch nicht, ich soll irgendwas sammeln hier. Ach, diese Ringelblumen da. Ja, also auf jeden Fall, das Video war verfügbar in der hohen Auflösung, aber diese Videos hier seltsamerweise nur in 1080p, maximal teilweise sogar in 1440p, aber nicht in 2160p und ich kann mir das nicht erklären. Ich verstehe es einfach nicht. Es sollte eigentlich gehen. Aber uneigentlich geht's halt nicht. So. Wenn ich hier so weiter rumreise, wird auch schon wieder das... Mann, ich verhaspel mich dauernd beim Sprechen. Wird auch schon wieder das Video riesengroß. Das ist natürlich sehr schön. Ich hatte vorhin mal geguckt, ein Video hat gerade mal, ich habe ein Video gesehen, das hat irgendwie, wie viel waren es? 77 Mbit Bitrate, also durchschnittlich. Ja, und das ist schon mit, naja, doch recht guter Qualität, aber auch
eigentlich recht gutem, ja, recht guter Komprimierung encodiert. Von daher ist das doch schon recht viel. Ne? Muss man ja sagen. Ich sollte vielleicht mal einen Heiltrank nehmen zwischendurch. Wobei, eigentlich hätte ich den nicht gebraucht. Okay. Jetzt habe ich den verschwendet. Aber ich habe eh noch genug. Und irgendwann fehlen sie mir dann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Tja, ich bin bei Level 70, wenn das so weitergeht. Und eigentlich sollte ich mit dem Level ja woanders hin. Aber egal. Mir gefällt das hier. Muss ich ja sagen. Und, wenigstens passt es bei den Hirschen zumindest, dass ein Hirsch auch nur ein Geweih droppt. Ja, anders als bei Pfoten, die man sammeln soll, wo denn ein Wolf nur eine Pfote droppt, was total sinnlos ist. Aber naja, wer bin ich schon, dass ich den Sinn davon hinterfragen darf, ja? Naja. So, ganz viele Sachen sammeln. Ich muss erstmal schauen, wo das überhaupt alles ist. Ich sehe aktuell nämlich sehr wenig Hirsche. Da unten ist zwar ein Hirsch, der zählt aber nicht. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist... Moment mal, wieso soll ich... Ach so, ja, ich soll Geweihe sammeln für die Kunst und nochmal Fleisch für das andere Dings. Das ist ja richtig. Die Frage ist nur, wieso genügt denn das Fleisch von diesem Hirsch da unten zum Beispiel nicht? Also von dem da hinten, siehst du den? Guck mal, das ist doch auch ein Hirsch. Kannst du auch essen. Wo ist da das Problem? Aber das geht nicht. Hm, komisch. Ich verstehe es nicht. Wieso? Nur weil der Deko ist, kannst du ihn nicht essen, oder was? Naja. So, ja, das Video wird hier sehr groß, aber egal. So, gestern kam auch gar kein Video raus. Das lag an... Ich weiß auch nicht, hatte einfach keine Lust aufzunehmen, muss ich zugeben. War irgendwie schon spät abends und ich... naja, bin ich dazu gekommen, mehr aufzunehmen, weil ich einfach total müde war. Und, ach, keine Ahnung. Naja. Aber ich glaube, ich verstehe das sowieso, wenn ich nicht jeden Tag eine Folge rausbringe. Also wenn es mal ein, zwei Tage ausfällt pro Monat, kann ja auch mal passieren in letzter Zeit ein bisschen mehr. Wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich will ich wirklich, dass jeden Tag eine Folge rauskommt. Hm. Tja. Muss ich mal schauen. Also, das war eigentlich der Plan. Aus irgendeinem Grund klappt es denn immer nicht. Immer kommt irgendwas dazwischen. Ich weiß auch gar nicht, warum. In letzter Zeit bin ich sowieso nicht sehr motiviert. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich macht mir das Spiel ja Spaß. Hm. Tja. Ach, keine Ahnung. Naja, das Drumherum ist halt ein bisschen schwierig. Mir fällt es vor allem schwer, jetzt auch bei den ganzen MMOs und so, die ich aktuell spiele. Das ist ja, und Minecraft ist sowieso noch schlimmer, mir da für jede Folge einen Titel zu überlegen. Boah, ich sag euch, das ist gar nicht einfach und ich habe gerade 60 FPS, krass. Und das in der Auflösung, das ist schon, na gut, das Spiel ist auch älter. Ja, jetzt sind es auch nur noch 50. Hm, voll wenig. Ja, total wenig. Ne, ich meine, für Ultra HD ist das natürlich... Naja. War schon krass. Ach ja. Und man muss ja sagen, es sieht sehr, sehr schön aus. In der Auflösung. Schade, dass man das auf YouTube nicht sieht. Erstens, weil das in 4K wahrscheinlich trotzdem scheiße aussieht. Und zweitens, weil 4K ja nicht mal verfügbar ist, weil YouTube da irgendwie verbuggt ist. Was total toll ist. Echt. Aber, naja. Ich hab ja nur... Wie viel habe ich ausgegeben, um in 4K aufzunehmen? Warte. Hm. Ja, erstmal der Monitor. Der war ja gar nicht... Der war nicht billig. Dann insgesamt... Also eine Festplatte hatte ich schon. Musste ich noch 5 dazu kaufen. Für ein RAID 1.0 aus 6 Festplatten. Dazu noch ein RAID-Controller. Das war es dann aber auch eigentlich schon. Vielleicht noch einen zweiten PC, um alles schnell genug encodieren zu können, weil der das hier alleine nicht schafft, der eine. Und naja, ich könnte ihn natürlich aufrüsten. Ich könnte jetzt theoretisch noch ein Mainboard mit 2 Prozessor-Slots und 2 entsprechende Prozessoren reinbauen. Aber das lohnt sich nicht, weil...
es da billiger ist, für 500 Euro einfach einen zweiten PC mit Xeon E3 Prozessor zu kaufen. Das lohnt sich eher, als jetzt so einen Xeon E5 Prozessor für 2000 Euro zu kaufen oder zwei davon. Ja, weil einer wäre nicht mal doppelt so schnell. Der wäre, weiß ich gar nicht, der hat irgendwie 8 Kerne und der, den ich hier habe, der hat irgendwie 6 Kerne. Also, das macht, glaube ich, keinen allzu großen Unterschied beim Encodieren. Naja. Und vor allem lohnt sich das überhaupt nicht, leider. Schade eigentlich. Naja. Muss ich es denn halt intelligent aufteilen? Das heißt, einfach mehrere Folgen aufnehmen und die dann verteilen auf die beiden PCs. Das sollte nicht das Problem sein. Auf jeden Fall habe ich so viel Geld ausgegeben, nur für 4K. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich weiß es nicht. Damit die Videos in 4K verfügbar sind und ihr das in wunderschöner Qualität sehen könnt. Mit dem Ergebnis, dass es auf YouTube nicht in 4K verfügbar ist, weil YouTube verdammt nochmal verbuggt ist. Und das ist schon ein bisschen... Nee, also da kann man schon ein bisschen aggro werden. Allerdings muss ich auch sagen, dass es sich auch abseits... Also abgesehen davon, dass ich es natürlich auf YouTube in 4K hochladen kann, kann ich es natürlich auch in 4K spielen, was auch sehr toll ist, denn es ist wirklich alles unglaublich scharf. Ich klinge wie so ein Werbetypi, aber ich meine das ernst. Also man sieht hier wirklich fast gar keine Pixel mehr und vor allem verläuft man sich dauernd. Hier muss ich hin irgendwie. Irgendwo? Irgendwann? Wo denn? Hier sollen irgendwo Hirsche sein und so andere Sachen und so, weißt du? Die Frage ist nur, wo? Wo sind sie? Wo ist dies alles, was ich zu finden begehre, wollte ich sagen. So. Da haben wir einen Hirsch. Bullen. Natürlich. Und ich meine damit keinen Polizisten. Kann es sein, dass er tatsächlich mehr Fleisch droppt als nur eins? Oder irre ich mich gerade? Ich habe nämlich 5 Geweihe und schon 7 Fleisch. Seltsam. Sehr seltsam. Ein Fall für Galileo Mystery. Übrigens ist das bei YouTube auch ganz komisch. Ich habe auch schon zum Beispiel bei größeren YouTubern, bei Gronkh habe ich zum Beispiel gesehen, der hat Banished, also so ein Spiel halt, Banished Oxy Action. Nee, was? Auf jeden Fall hat er das Spiel in 1440p hochgeladen. Ich kann es aber auf YouTube nur in 1080p angucken. Tja, also ich bin nicht der Einzige, der betroffen ist. Und anscheinend ist nicht nur Ultra HD bzw. 4K betroffen, sondern auch 1440p. Also WQHD, wofür auch immer das jetzt stehen mag wiederum. Keine Ahnung. Ja, ist natürlich auch nicht so toll. Und von anderen habe ich zum Beispiel auch gehört, dass einige Spiele... fast immer in 4K verfügbar sind, während andere fast immer in 1080p maximal verfügbar sind, obwohl derjenige die Videos alle in 4K hochlädt. Beziehungsweise in dem Fall in 3200x1800 Pixeln, weil es denn auf YouTube am besten aussieht. Das Problem ist nur, ich möchte meine Videos nicht runterskalieren, nur weil die YouTube-Verarbeitung für den Arsch ist. Das ist auch irgendwie sinnlos. Ich meine, sieht es zwar auf YouTube besser aus, aber da müsste ich die Videos zweimal encodieren, weil ich möchte die doch schon gerne in nativer Auflösung trotzdem noch auf der Festplatte haben. Und ich habe keine Zeit, um die Videos doppelt zu encodieren. Es geht nicht. Das ist nicht möglich. Naja. Und ich möchte das, wie gesagt, nicht runterskalieren, weil das doch schon erheblich weniger ist. Also so viel jetzt auch wieder nicht, aber von 3840 auf 3200 runter in der Breite alleine... und in der Höhe dann auch nochmal entsprechend runter, ist natürlich doch schon ein Unterschied. Und hier liegt natürlich keiner Mist rum. Da lohnt sich natürlich die hohe Auflösung, um so einen Mist zu sehen. Ne, ich meine, wer wollte nicht schon immer mal keiner Mist in Ultra HD sehen? Ja, also da könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr nicht schon seit eurer Kindheit davon träumt. Huch, hier, zum Beispiel da auch keiner Mist. Hier, Ultra HD. Siehst du da? Keiler Mist in Ultra HD. Schön, oder? Guck mal, siehst du sogar die Fliegen da rumschwirren. Ein Traum. Apropos Fliegen, hier fliegt auch gerade was in meinem Zimmer rum. Ich weiß gar nicht, warum. Also, so ein Viech? Naja,
Ich lasse es mal. Keine Ahnung, was das ist. So ein Viech halt. So, was haben wir eigentlich für Zeit? Ach, Mittag. Hier kommt es mir so dunkel vor auf einmal. Mag am, am Gedicht, wollte ich sagen, am Gebiet natürlich liegen, das sich Düstertal nennt. Naja, da kann es durchaus vorkommen, dass es etwas düsterer ist. So ganz sicher bin ich mir da aber nicht. So, weißer Hirschbulle. Stirb. Ich frag mich, was die Jäger für Probleme haben von den Hobbits, weißt du? Warum können die den nicht jagen, den Hirschbullen? Oder die Hirschbullen? Ich meine, die müssen doch alleine auch überleben können. Ohne fremde Hilfe. Stell dir mal vor, ich wäre nicht da, würden die jetzt alle verhungern? Kann ich mir nicht vorstellen. Dann gehen die doch trotzdem jagen. Ich meine, wenn du Jäger bist und siehst, wir haben kein Fleisch mehr und wir werden hungern. Was mache ich jetzt? Sterben durch Hunger im Winter? Oder möglicherweise bei der Jagd sterben? Ja, ich sterbe lieber durch Hunger. Das ist nämlich sicher, dass ich dann sterbe. Ich weiß nicht, was da die Argumentation sein soll. Keine Ahnung. Wo sind denn jetzt die ganzen Hirsche, verdammt? Ich meine, ich finde mal ab und zu mal wieder einen. Oh, Keiler Mist. In Ultra HD. Ja, ey, krasser Shit, Mann. Guckst du, krasser Shit. Ja. Also, ich möchte ja mal sagen, ich verstehe es nicht. Dass man hier für diesen Keilermist, den sich niemand von Namen anguckt, so eine hochauflösende Textur nimmt und für einige riesige Steine wiederum viel zu niedrig aufgelöste Texturen. Ich meine, wieso? Hier, guck dir mal gut die Steine. Nee, die haben auch eine recht niedrige Texturauflösung, ja. Dafür der Keilermist natürlich total scharf. Verstehe ich nicht. Wer kommt auf solche Ideen? Huch, jetzt ruckelt's ja auch noch. Toll, Düstertalsau möchte ich nicht. Ich möchte so ein Hirsch. Wo ist denn hier ein Hirsch? Guck mal, da oben ist ein Hirsch. Da sind zwei Hirsch. Zwei Hirsche, natürlich. Und Keilermist. Yeah. Ihr habt einen Hobbit gefunden? Ich habe keinen Hobbit gefunden. Ich habe einen kleinen Bogen gefunden. Ja, um den mache ich mal lieber einen Bogen. Wo ist denn hier ein Hobbit? Siehst du hier ein Hobbit? Da, ich sehe keinen Hobbit. Tja, keine Ahnung. Seht ihr hier einen Hobbit? Da stand doch eben gerade, ihr habt einen Hobbit. Achso, Bogen. Ja, habe ich natürlich übersehen. Ihr habt einen Hobbit-Bogen gefunden. Ja, gut. Lesen müsste man natürlich können. Aber dafür ist es zu spät. Genau. Genau daran liegt's. Hust. So. Ja, 23.32 Uhr ist auf jeden Fall viel zu spät. Ich habe in letzter Zeit sowieso auch Probleme irgendwie zu schlafen. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin um 2 Uhr zum Beispiel eingeschlafen und um 8 Uhr oder halb 9 war ich schon wieder wach. Dabei will ich doch eigentlich nur meine 8 Stunden Schlaf haben. Ich verstehe das nicht. Komisch. Ist ja auch nicht so, dass ich mir extra einen Wecker stelle, damit ich früher aufstehen kann. Juhu, endlich weniger Schlaf bekommen und das in den Ferien. Ist das nicht toll? Nein, mache ich eigentlich nicht. Wobei ich zugeben muss, dass ich tatsächlich manchmal mir einen Wecker stelle, nur um morgens um 3 Uhr oder so kurz aufzuwachen, das Video also irgendwie auf Hochladen zu klicken, also bei YouTube jetzt das Video da hochzuladen über Nacht, damit es pünktlich hochgeladen ist. Allerdings mache ich das wiederum nicht so oft, aber es kommt durchaus mal vor, ja. Ja, also das ist, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber naja. Das kann man ja mal machen. Das sollte bloß nicht zur Gewohnheit werden, jetzt immer nachts um 2 Uhr nochmal extra aufzustehen oder um 4 Uhr oder was weiß ich. Ja. Sag mal, wo sind jetzt die ganzen Hirsche? Das kann doch nicht sein. Hier sind einfach so wenig. Da ist nur einer. So, greift man mich an? Nein. Ich werde nicht angegriffen. Das ist ja sehr schön. Dafür kann ich jetzt diesen Hirschbullen angreifen. Diesen weißen Hirschbullen. Na, der ist sehr totgleich. Ich habe tatsächlich gleich alle Hirschgeweihe. Okay. So, jetzt habe ich alle Hirschgeweihe und alle Fleischdinger. Jetzt fehlt mir noch Keilermist. Na toll. Hey, Keilermist.
Ach, den Bogen habe ich. Ach, den habe ich schon mal gefunden, als ich das hier alles abgelaufen bin, glaube ich. Also diese ganze Wegstrecke da. Sicher bin ich mir aber gerade nicht. Hier, Keiler Mist in Ultra HD. Ja, guck dir das an. So ein Mist. Naja. Guck mal. Ich meine, vergleich das mal hier. Die Textur von diesem Stein mit der Textur vom Keiler Mist. Die sinnvoll einfach. Warum steckt man das Geld oder die Arbeitszeit da rein, so ein Mini-Objekt mit einer hochauflösenden Textur, die nie jemand in der Auflösung sehen wird, zu versehen, während man diese großen Objekte mit im Vergleich zur Größe recht niedrigen Texturauflösungen versieht. Das verstehe ich echt nicht.